So, guten Tag, meine lieben Daheimgebliebenen. Wir sind heute in der Tanzschule Harry Hagen und wollen euch gegen die Langeweile etwas Disco Fox näher bringen. Eine kleine Figur, damit ihr zu Hause in eurem Hobbyräumen oder wo ihr auch immer Platz habt, etwas zum Üben habt. Heute wird euch Iris und Wolfgang eine Figur präsentieren, die ihr relativ schnell auch nachmachen könnt, damit ihr euren Spaß habt. Und zwar einen Brezel-Eingang mit Rückenkratzer und einen Brezel-Ausgang mit einer Doppeldrehung danach. Wir machen das jetzt einfach mal für euch. Viel Spaß. Das ist der Grundschritt mit dem Brezel-Eingang. Rückenkratzer und der Ausgang in eine Brezel mit einer Doppel-Linksdrehung für die Dame in Gegenüberstellung. So, und jetzt nehmen wir die Figur etwas auseinander. Wir fangen mit dem Grundschritt, Wiegeschritt an und enden erstmal in der ersten Brezelposition. So, wir fangen jetzt mit den Einzelteilen an und beginnen erstmal in die Brezelposition. Wiegeschritt in Brezelposition. So, von da aus geht es weiter in den Rückenstreichler. Und weiter. Ihr habt gesehen, die Dame bleibt am Platz stehen, der Herr wechselt die Position von links nach rechts und endet wieder in einer Brezelposition. Jetzt geht es weiter mit der Doppeldrehung. In Gegenüberstellung, Grundschritt. So, und nun das Ganze nochmal langsam am Stück. So, vielen Dank und euch zu Hause viel Spaß beim Nachtanzen. So, und das Ganze jetzt mit Musik. So, und nun die Quick-Version.